Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Need for Speed. Und wir wollen heute unser Augenmerk darauf legen, in der Hauptstory weiterzukommen. Wir sind hier beim Highway-Rennen mit Spike. Kriegen wir wieder einen Anruf nach dem anderen. Hey, hier ist Eddie. Hab's mir anders überlegt. Ich muss hier raus. Lust auf ein Rennen? Ein paar VMAX-Versuche? Meld dich, wenn du dabei bist. Den Anruf hatten wir doch schon. Bin ich hier alleine auf der Strecke? Ich dachte, das wäre ein Rennen. Oh, der Unbekannte ruft das erste Mal an. Super geheimen Untergrund-Outlaw-Typen, wenn sie jeder kennen würde, oder? Du hättest sie sehen sollen, Rob. Verrückt, Mann. Die Cops waren so drüber, die sind durchgeheizt und haben uns ignoriert. Dann habt ihr Glück gehabt. Ah, kommt zum Diner und chillt eine Runde. Manu sagte, er kommt dahin. Treffen wir uns dort. Alles klar, dann viel Spaß. Oh, du kommst nicht zu uns? Hab eine Reklamation von ein paar Felgen und will die Dinger nicht sehen. Macht's gut zusammen. Okay, ich fahr jetzt rüber. Wir sehen uns da. Du scheint ja echt großen Hunger zu haben. So oft wie die im Diner abhängen. Naja. Abschlusszeit 1,26. 1,54 mussten wir schaffen. Das war ja überhaupt kein Problem. Erfolgreich direkt zum nächsten Rennen springen. Wie gesagt, Leute, wir versuchen heute mal in der Story ein bisschen voranzukommen. Ein paar Rennen nacheinander hier durchzuknallen. Natürlich versuchen, alles zu gewinnen. Der ultimative Test für Geschwindigkeit und Stil. Fahre schnell in einer Gruppe und sammle Punkte durch Drifts. Je näher du an der Spitze der Gruppe bist, desto höher der Punktemultiplikator. Sieger ist der Fahrer mit den meisten Punkten, sobald der Timer abgelaufen ist. Okay, das klingt schon mal gar nicht so einfach. Kommen wir in die Top 3 im... Wie nennt sich das? Wie spricht man das aus? Toke? Drifts bringen ist. Und man muss neben den Teammitgliedern fahren und möglichst weit vorne. Das läuft dann noch nicht so gut. Jetzt kämpfen wir uns erstmal nach vorne. Jetzt, wenn wir vorne sind, können wir immer noch gucken, dass wir Punkte machen. So bekommt man also diese Crew-Punkte. Huch. Den habe ich gar nicht gesehen. Indem man neben Teammitgliedern herfährt und driftet. Aber ich bin so schlecht im Driften. Huch. Mensch, Leute. Ah, das wäre doch mal ein schöner Drift. Doch leider nicht viele Punkte. Diese kurzen Drifts, die eigentlich gar nichts bringen, geben irgendwie viel mehr Punkte als diese langgezogenen.
Stichprobe. Unsere Crew fährt hier gerade richtig schön zusammen. Ich denke, das gibt ordentlich Punkte für die Jungs und Mädels. Was für ein Drift. Haben wir es geschafft? Also den Top 3 waren wir auf jeden Fall. Erster, jawohl. 4000 Coins wieder verdient. Reputation. Wow, wow, wow. Und wir springen direkt zum nächsten Rennen. Es geht hier zack, zack heute. Ein Driftrennen mit Menu. Fahre mit dem gleichen Tempo neben anderen Wagen her und kassiere extra Rep. Ja, leichter gesagt als getan. Neuer Anruf. Eigentlich dachte ich, das Telefonat würde weiterlaufen, wenn ich das Rennen annehme. Naja, sie wird sich gleich bestimmt nochmal melden, wir kennen das ja schon. Wir fahren hier ein Driftrennen, es geht also nicht um die Zeit, sondern nur um unsere Driftpunkte. Taxi. Okay, Tizzle. Sei gegrüßt, mein Guter. Wir sind jetzt schon langsam unterwegs. Oh, und die Bullen. Ich habe eben mal geguckt. Wir haben neue Tagesherausforderungen. Das ist auch wieder mal eine Herausforderung. Innerhalb von, ich glaube, einer Minute 20 oder sowas zu entkommen aus einer Verfolgungsjagd. Und eine Tagesherausforderung besteht darin, fünfmal oder so zu entkommen aus einer Verfolgungsjagd. Ja, man bekommt dafür halt, wie gesagt, Coins und Reputation. Und für jede erfolgreiche Tagesaufgabe steigt man wohl auch direkt einen Rang. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Reputation, was das für Ränge sind, ob das was mit der Reputation zu tun hat oder... ob es so ein extra Ranking gibt für Tagesaufgaben. Aber ich befürchte fast, dass wir die Polizei nicht mehr loswerden vor Ende des Rennens. Und wenn das Rennen jetzt gleich beendet ist, ist, glaube ich, die Polizeiverfolgung eh gelaufen. Das haben wir locker geschafft. Und noch ist die Polizei hinter uns. Ja, ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Nein! Okay. Hey Mann, ich tauche jetzt mal ab. Vielleicht fahre ich rüber zur Garage oder so. Zu viele Cops sind hinter mir her. Ja, frag mich mal. Okay, unsere Tagesaufgabe innerhalb von einer Minute aus der Verfolgungsjagd zu entkommen, das schaffen wir schon mal nicht. Aber entkommen können wir immerhin. Ich log ihn auch nochmal an. Ich habe doch das Telefonat angenommen. Na, wir sind ja eh gerade beschäftigt, die Polizei loszuwerden. 10 Sekunden. Nein, da stand ein Polizeiauto, ne? Hatten wir es fast geschafft. Oh, boah, das war gar nicht gut. Schon gibt Gas.
brauche kein Lachgas mehr im Moment. 2, 1 und geschafft. Entkommen. Neue Teile im Lager. Ins Lager gehen wir heute nicht mehr in dieser Folge. Sondern wir springen direkt in die nächste Mission. Oh, hier mit Amy. Das ist mittelschwer. Das ist schon was schwerer als die anderen. Die waren alle noch leicht. Und ich glaube, dass man aus den Herausforderungen mit Amy auch wieder neue Teile freischaltet. Das heißt, die Amy-Aufgaben sind die wichtigsten. Finde ich. Denn mir geht es ja darum, das Auto zu tunen. Rot ist schneller. Besiege 241 km/h im Zeitfahren. Vergiss nicht, du musst die Zielgeschwindigkeit erreichen, damit der Lauf zählt, okay? Los! Was heißt Zielgeschwindigkeit? Heißt das, ich muss diese Geschwindigkeit einmal erreichen, während des Rennens, oder muss ich es erreichen, wenn ich die Ziellinie überquere? Noch habe ich die 241 km/h nicht erreicht. Ich sollte mich mal mehr auf die Straße konzentrieren, anstatt auf Amy, anstatt auf den Tacho. Auf Amy. Es stand jetzt auch gar nicht dabei, dass ich gewinnen muss. Es stand nur, dass ich diese Zielgeschwindigkeit erreichen soll. Nein, das war ein Fail. Da kam aber auch aus dem Nichts. Da oben läuft aber eine Zeit ab. Das heißt, es gilt auf jeden Fall, hier eine Zeit zu schlagen. Anruf. Es geht los, Mann. Schwing deinen Hintern rüber. Pi. Hat er gerade Peace gesagt? Ach du Scheiße. Ich meine, Peace und Bro und den ganzen Scheiß sagen die ja öfter, aber das gerade war echt schlecht. Ah, Rechtskurve. Jetzt habe ich die gute Amy gleich wieder eingeholt. Ob ich die 200 km/h erreicht habe, weiß ich aber nicht. Aber vielleicht geht es ja auch um die Zielgerade. Mein Gott. Hey Mann, die Cops hier machen mir echt das Leben schwer. Ich starte einen letzten Versuch, danach düse ich ab. Treffen wir uns und fahren einen aus. Wir sehen uns. Scheinbar habe ich ein Ladegerät im Auto für mein Handy. So oft wie ich hier angerufen werde, muss der Akku ja ständig leer sein. Wenn ich das nicht die ganze Zeit auflade. Also, über die Ziellinie habe ich es jetzt nicht geschafft mit 241 km/h. Das waren, glaube ich, gerade 234 oder sowas. Alter, mein Auto sieht aus. Aber ich habe es scheinbar geschafft. Jede Menge Schrauberpunkte. Mission erfolgreich. Neue Linie jetzt auf Lager. Auspuffblenden. Sieht also so aus, Leute, als würden wir nächste Folge mal wieder eine Runde tunen gehen. Das ist ja mein persönliches Highlight an der Serie, aber von wem wohl nicht? Was machen wir denn? Robin in ihrer Halle treffen. Ah, springen wir mal zu Robin rüber. Gucken, was die uns Gutes zu erzählen hat. Mehr Rap schaltet mehr Teile frei. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Behalte die Nerven und nutze den Nitro-Schub für Rap. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Yo! Ich hab total Bock auf ein neues Rennen. Komm, fahren wir!
Was für ein Affenkopf. Das ist ein anderer Spieler. Oder war das die CPU? Ich möchte jetzt hier erstmal Location betreten. Bumm. Also gut fahren, Quenz. Was ist das denn für ein Folterstuhl? Ich dachte schon, mittlerweile hätten du und Spike dieselben Tattoos. Oh, der Laden ist super, was? Oh Mann, ich verhungere. Wo ist meine verdammte Pepperoni-Pizza? Lecker. Oh, Lebensretter. Ist erst ein paar Stunden alt. Ja. Du musst ein paar Leute in der Stadt kennenlernen. Sie nennen sich Risky Devil. Die fahren echt krasse Karren mit Klebeband, Schnüren und so. Hauptsache, sie kurven um den Block. Hm. Siehst du das? Bei der Felge würde Amy ausrasten. Total. Ja, ich auch. Aber diese Jungs sind einfach nur auf ihre Narben stolz. Wieso trinkt sie eigentlich Wasser? Also da drin sieht es nicht so aus, als würde Wasser getrunken werden. Dieser Kerl. Also ich bleibe hier. Ja, wir sind gerade am Zocken. Bestimmt Need for Speed. Wir sprechen uns später. Jetzt geht's ab. Nicht mitmachen, Leute. Bis dann. Oh, ist das Ihre Karre? Nicht schlecht. Aber unsere ist besser. Eine für alle, neue Trophäe. Weiter geht's hier. Zack, zack. Menu, kommen wir in die Top 3. Ah, das war dieses Rennen, was ich nicht aussprechen kann. Ja, der Driftstabilitätsassistent. Leute, was ich mir auch überlegt habe, es wird ja bestimmt bald möglich sein, ein weiteres Auto zu fahren. Sich ein neues, weiteres Auto freizuschalten. Dann werde ich das hier auf Drift auslegen und mein neues Auto dann auf Höchstgeschwindigkeit oder umgekehrt. Da kann man immer wechseln zwischen den Events. Da muss man nicht immer das Auto umrüsten. Sondern wechselt einfach direkt das ganze Auto. Klasse Idee, oder? Manio hat so einen Heckspoiler an seinem Auto. So einen, den Leute haben, die irgendwas kompensieren müssen. Denke ich mir zumindest immer, wenn ich solche Spoiler sehe. Mit den Driften habe ich es immer noch nicht so ganz raus. Die Strecken sind aber auch teilweise nicht so gut geeignet fürs Driften. Geht hier echt viel geradeaus hier. Hi, hier ist Robin. Hey Robs, komm schon. Fahrt ohne mich, Cookie. Tut mir leid. Jedenfalls Cookie. Dachte ich, wir könnten uns treffen. Ein paar Synchrondrifts fahren. Ich hoffe, wir sehen uns, ja? Bye. Oh, Synchrondrifts. Scheiß die Wand an. Ich bin ja froh, wenn ich so um die Kurve komme. Aber was tut man nicht allen, alles den Frauen zuliebe? Oh, das war doch ein schöner Drift, oder? Wie viele Punkte gab der? Kann man das irgendwie sehen? Ich bin noch hier den Multiplikator am Hochziehen. Ach, sag bloß. Leute,
Kann das sein, dass man, wenn man nach einem Drift mit anderen Aktionen wie Nitro oder Schilder kaputt fahren oder ähnliches, den Multiplikator oben halten kann und dadurch seine Punkte enorm erhöht? Müssten wir ja geschafft haben, oder? Der rastet, der rostet. 81.000 Punkte. Und Level 19 erreicht. Jawoll. Ja, deswegen wart ihr auch so scharf drauf, glaube ich, mich in eurer Crew zu haben. Ihr reißt ja überhaupt nichts. Ja, ein Donut freigeschaltet. Und damit, Leute, verabschiede ich mich auch für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, hier bei Need for Speed. Also macht's gut, Leute. Ciao, ciao, euer Silent.